Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu super, dafür brauche ich auch einen Mitarbeiter. Zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier die Distillerien angefangen zu bauen oder unsere kleine Werft hier sozusagen distillen, damit wir bald mal auf Selbstständigkeit ein bisschen von den Dörfern kommen, was ja aktuell leider noch nicht so der Fall ist. Wir haben aktuell noch ein bisschen Kupfer übrig, was dazu führt, dass wir jetzt hier hinten uns jetzt die Kupferlager freischalten müssen oder freischaufeln, nennen wir es so, damit wir eine kleine Kupferproduktion aufsetzen können. Denn ohne Kupfer ist man ja leider ein bisschen gearscht. Jetzt fahren die bei uns mal hier rum ein bisschen und kümmern sich jetzt. Jetzt schauen wir mal, dass wir ein bisschen Handel immer wieder treiben können. Dass wir das auch wieder einkaufen, was wir brauchen. Treibstoff stehen wir zum Beispiel gut da. Ah, aber die muss ich wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen mehr zum Abhacken geben. Ich grab die noch ein bisschen tiefer einfach rein. Und dann gehen wir erstmal links, rechts raus. Na, schau, die fahren jetzt nach da hinten. Wahrscheinlich baggern. Und werden denen das Holz dann abnehmen, das sie hier jetzt rausholen. Dann sollten wir bald hier auch eine kleine Kupferproduktionsstätte aufstellen können, die sich hier drum kümmert. So, was uns jetzt aber auch Probleme bereitet, ist, dass hier nicht genug Wasser existiert. Und das ist natürlich absolut fatal. Ich weiß nicht, wie ich es hier auch schon mit Wasser, aber hier ist das Wasser noch drin, aber jetzt hat er kein Wasser mehr. Wartet auf Wasser. Wie ist die Erntestatistik? Weniger Tag wegen fehlendem Dünger, 9% weniger Tag wegen fehlendem Wasser. War 0,3 Monate ohne. Das ist eine absolute Katastrophe. Gummiherstellung hat kein Rezept ausgewählt. Ja, dafür brauchen wir jetzt aber Mitarbeiter. Und das Problem ist, wir haben zu wenig Mitarbeiter. Können wir nicht bei dem Dörfle hier ein paar Bewohner schnell anheuern, damit wir welche haben? Problem ist, ich brauche noch eine Farm. Ich will nicht gerade, ob ich sie oben platziere, aber hier wird es uns dann den Weg gehen. Die gehen jetzt überall im Weg, jetzt egal was ich mache. Praktisch wäre es gewesen, hier zwei nebeneinander zu platzieren. Und daran habe ich nicht gedacht. So, okay, stellen wir die hier schnell auf. Dann müssen die das jetzt da schnell hin transportieren. Dann sollen sie es schnell aufrichten. Problem ist, dass wir halt echt mittlerweile viel zu wenig Nahrung haben. Erst ein bisschen Gründünger. Wir machen einfach mal ruhendes Ackerfeld. Dann nochmal ein ruhendes Ackerfeld. Ne, erst Gemüse und dann nochmal ein ruhendes Ackerfeld. Und dann tun wir das hier auch mit einem ruhenden Ackerfeld durchführen. Und den in der Mitte können wir dann eigentlich sagen, hey, wenn es geht, produziert schon mal verbesserte. Und dann können wir die ersten Verkabelungen für alles Mögliche machen. Und wir müssen halt schauen, dass wir auch hier die Nahrung hochhalten. Was jetzt gerade ein Problem ist, wenn man nicht genug Wasser hat. Und irgendwie nehmen die ja auch nichts gerade an. Ist hier Gemüse auch drin gelagert? Ach schon. Wir brauchen wahrscheinlich hier noch einen zweiten Lebensmittelladen. Und dadurch, dass ich zwei verschiedene Sachen jetzt pflanze, sind die natürlich nicht so begeistert darüber.
Handel, Handel, Handel. Jetzt ist ausverkauft, super. Errichtet das Ding doch mal bitte, kommt schon. Dann hat sich der Nahrungsmangel gleich. Als ob ich schon wieder Mitarbeiter benötige, das gibt's. Wie kann es sein, dass ich schon wieder bei den Leuten Mitarbeiter benötige, hä? Plus 16 Einwohner, das ist gut. Das ist super mit den plus 16 Einwohnern. Jetzt müssten sie bloß mal hier das weiterbauen. Der macht schon, okay, der macht auch. Leistungssteigerung, Leistungssteigerung. Ich tue jetzt den allen eine Leistungssteigerung reinsetzen. Ich mache jetzt zwar erstmal ein bisschen Minus, aber das bringt sich hoffentlich. Und du Gemüse an. Und dann sollten die hoffentlich das Gemüse von dem hier abnehmen können. Na ja, jetzt tun sie nicht alles ab. Jetzt ist die wieder frei. Und sie haben hier schon mal wieder für 10 Monate gerade ein bisschen was drin. 12 Monate sogar. Und wenn wir dann das Wasser auch noch ein bisschen dementsprechend unter Kontrolle kriegen, dann sollte das allgemein auch besser werden. So, dann geben wir ihm jetzt wieder in den Bereich zu editieren. Er kommt wieder nach hier hinten hin. Kümmert sich jetzt erstmal um Kalkstein wieder drum. Schau, dass du dich da reinbaggerst langsam. Da ist schon mal Kalkstein dabei. So. Du kriegst jetzt von mir noch einen zugewiesen extra. Damit ihr das machen könnt. Effizientere Abiturien. Das heißt, die effizientere Beton, dass wir noch Sand mit reinschmeißen, dann kriegen wir 8 anstatt 4. Das ist keine schlechte Idee eigentlich. Dafür müsste ich erstmal Sand abbauen anfangen. Klar, ich habe jetzt hier einen Sandvorrat direkt, auch in den ich reinbuddeln kann und den noch einen größeren. Aber ich will erstmal hier das anfangen. Neue Flüchtlinge, neuen Arbeiter. Habe ich mich von denen schon wieder abhängig gemacht. Das ist eigentlich bescheuert, oder? Habe ich Sand auf Lager rein, theoretisch? Was er interessiert? Nee, habe ich nicht. Und der arbeitet brav. Geringe Lebensmittelvorrat. Ja, das wird sich aber verändern. Es wird sich noch abändern. Jetzt sind beide gleich gerade auf Kartoffeln sitzen. Nee, er macht gerade Gemüse, er macht Kartoffeln. Das ist gut. Ah, bei denen schaut es gut aus. Gummi ist bummvoll. Bedeutet, von dem Lagerstand aus ist alles gut. Wir haben jetzt schon 28 verbesserte Teile oder verbesserte Konstruktionen. Und ich glaube, damit kann ich sogar schon eine Wasserpumpe herstellen. Eine erste simple. Ne, dafür brauche ich 40. Kommen denen langsam nahe, wo wir hinwollen eigentlich. Der Automatisierung, dem ganzen Blödsinn hier. Das ist schon mal ein Anfang. Ja. Der setzt es langsam hoch jetzt. Er braucht 800, damit er wiederum das eine machen kann. Der macht jetzt aktuell die Verbesserten. Interessant, interessant. Bedeutet, wir machen, haben so eine geteilte Arbeitsgruppe hier gerade. Der eine macht das, der andere macht das andere. 40 bedeutet, ich habe gleich eine Wasserpumpe. Die ist natürlich praktisch für hier. Und
Und ich werde die auch ehrlich gesagt, glaube ich, hier hin platzieren. Hier so an den Rand der Mine. Und dann brauche ich natürlich noch ein Flüssigkeitslager. Mit ein bisschen Abstand, falls man natürlich mehr machen will. Und dann noch eine Verkabelung dazwischen. So. Und dann sollte ich hoffentlich auch genug Wasser fürs Erste kriegen. Braucht er gar nicht. Das haben wir doch bestimmt gleich alles mal, was wir hier brauchen. Ach, der macht das nie, weil er wahrscheinlich keinen Beton bekommen hat in letzter Zeit. Deswegen wandelt er das Ganze jetzt um. Könnt ihr mal das Lager fertig bauen, Leute? Das wäre echt super von euch. Neue Flüchtlinge schon wieder. Dann werden wir jetzt mal kurz wieder hier auf Pausieren klicken. Mhm. Statt die Gesundheit des Feldes aus bei beiden so einigermaßen lala. Aber besser ganz, ganz schlecht. Kriegen wir das jetzt mal hin, bitte? Der füllt es jetzt langsam auf. Perfekt. Förderungsstreckenausgleich. Auch noch gut. Jetzt haben wir hier noch so Ausgleiche. Das verteilen so ein bisschen. Ausgleiche ermöglicht die Verteilung und Präzisierung von Flüssigkeit bzw. Gasen über eine der beiden Eingangs- und Ausgangsanschlüsse. So, Kupfer wird jetzt langsam aber auch eng. Wir bauen jetzt eine kompakte Kupferverarbeitung jetzt dann hier hin. Also wichtig wäre mal, dass wir zwei Schüttlager haben hier hinten. Hätte ich hier 1, 2, 3, 4 Abstand dazwischen. Dann müssen wir das in einen Schmelzofen geben. Das sind aktuell erstmal... die Verbindung hier. Dann kriegt der einen Abdampfer. So. Dann kriegen wir hier eine Metallgießerei. Da schließen wir, wie gesagt, auch Vorost. Erstmal das einfach so an. Und dann muss es von hier aus weiter zu der Kupferverarbeitung gehen. Da kommt auch ein bisschen Abstand wieder hinter. Und fürs Erste auch so ganz simpel das Ding ein. So, das tun wir gleich für Kohle noch festlegen. So. Kann ich weiterverkaufen ein bisschen, bitte? Oh, schon wieder ausverkauft.
Nee, aber schaut gut aus, schaut gut aus. Mit der hohen Menge an fortgeschrittenem Zeug jetzt auch, kann ich mir natürlich die Bände auch leisten schon. Dafür kann ich mir aktuell den ganzen Rest nicht mehr leisten. Was natürlich auch super ist. Die Produktion geht auch ein bisschen langsamer als erwartet. Ich kriege von mir einen Boost jetzt hier. Einen kleinen Boosty-Boost. Und gleich mal einfach, ne, warte mal, das ist ja Zement, ne, das gleich läuft über das glatte G-Dings hier drüber. So. Jetzt mache ich hin. Aber wie war das? R. Ne, wie konnte ich nochmal hochmachen? E und Q war das. So, okay, setzen wir dich mal hier so einfach hin. Setzen dich hier hin. So, okay. Schauen wir, dass er das auch baut dann. Vielleicht können wir dann auch mit dem U-förmigen Band schon arbeiten. Da muss ich wahrscheinlich mit R den Snipper wieder anmachen, ne? So, okay. Dann errichten wir mal die ganze automatische Produktionslinie schon mal. So, okay. Das kostet auch ein bisschen was, 23. Wie schaut es hier hinten aus mittlerweile? Den muss ich jetzt noch mit Kupfer zuweisen. Nein, nicht mit Eisenerz, mit Kupfer. Kupfererz. Und dann wieder ein bisschen handeln. So. Die können das jetzt auch schon mal automatisch alles abgeben und ablegen. Schon mal vorteilhaft. Jetzt müssen die nur langsam die ganzen Gebäude hier fertig kriegen. Ansonsten werde ich in Zukunft nicht wirklich was bauen können. Da sollte auch in Zukunft eigentlich vielleicht drei große Leitungen immer durch die Welt führen. Und zwar Abwasser, Benzin und Wasser. Hochofen hat kein Rezept ausgewählt. Ja doch, du hast ein Rezept ausgewählt. Das Rezept bist du. Na ja, langsam machen sie weiter, langsam machen sie weiter. Aber Leute, ich würde sagen, das sehen wir in der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.